Also, geniesst euch gut, Lino. Ich muss wieder in die Küche. Ich habe noch Chateaubriand im Ofen. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Hallo, ich bin der Nils und ich bin der Koch, weil ich Freude am Umgang mit Lebensmitteln habe. In diesem Video zeige ich dir alles, was der Beruf zu bieten hat. Um Koch zu werden, braucht es folgende Faktoren. Organisationstalent, Flair für Zahlen und Kalkulationen, Zuverlässigkeit und vernetztes Denken. Zudem Hygieneverständnis, Teamfähigkeit, Kreativität und Freude an Neuem. Wir werden heute wichtige Besucher bei uns haben. Und für die brauchen wir ein besonderes Menü. Die Menügestaltung fängt bei der Kalkulation anhand des Menüpreises an, weil der bestimmt, wie hoch die Warenkosten sein dürfen. Bei der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten muss auf die saisonalen und gesundheitlichen Aspekte sowie der Umsetzbarkeit geschaut werden. Dabei wird der Hauptfokus auf die geschmackliche Harmonie und auf die Optik gelegt. Nach diesem Schritt werden vorhandene Rezepturen genommen oder sogar selber neu geschrieben. Und anhand von denen werden die benötigten Warenmengen berechnet. Zum Schluss wird noch ein Ablaufplan für den Produktionsprozess geschrieben. Wenn wir unser Menü fertig geplant und kalkuliert haben, fängt der Beschaffungs- und Bestellungsprozess an. Als erstes kontrolliere ich, welche Produkte in unserem Warenlager oder in den Kühlhäusern vorhanden sind und welche noch bestellt werden müssen. Mit unserem Tablet lassen sich Mengen- und Qualitätsvorgaben sowie den Liefertermin unkompliziert definieren. Bei der Warenannahme müssen wir folgende Faktoren beachten. Nachdem man den Chauffeur den Lieferschein gegeben hat, vergleiche ich den mit dem Bestellschein. Bei der Warenannahme hilft mir das Selbstkontrollblatt. Mit dieser Liste gehe ich jedes Mal die Punkte Gewicht, Qualität, Verpackung, das Gebinde und Temperatur durch. Anschliessend werden die Lebensmittel direkt in die Kühlhäuser geräumt, um die lückenlose Kühlkette einzuhalten. Jetzt haben wir alles für unsere Vor- und Zubereitung von unserem Menü. Ein Mise en place erstellen bedeutet, alle Lebensmittel so vorzubereiten, dass ein effektiver und reibungsloser Kochvorgang oder Service gewährleistet ist. Bei der Zubereitung ist wichtig, dass alle Prozessschritte exakt und sorgfältig ausgeführt werden. Das gilt für Temperaturen, Garmethoden sowie Zeitvorgaben. Nur so lassen sich die optimalen, konstanten Ergebnisse erzielen. Hygiene ist der Grundstein für gutes und gesundes Essen. Das geht von der persönlichen bis zu der Betriebshygiene. Ein klares Hygienekonzept und das HACCP mit der beinhaltenden Selbstkontrolle ist elementar. Die Hygienerichtlinien ziehen sich durch alle beschriebenen Prozessschritte. Und dazu gehören natürlich auch viel Putz- und Reinigungsarbeiten. Mit Einhalten von diesen Faktoren und viel Leidenschaft für den Beruf erreichen wir die erwünschte Qualität und Zufriedenheit von unseren Gästen. So, Chateaubriand ist fertig. Jetzt darfst du den Gast geniessen. We start our future here. Come and begin yours at Mettler Toledo.